Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 5. April 2019 mit einem ganz kurzen Video, was bewirkt dieser Neumond im Widder heute? Ja, und ich wollte nur ein kurzes Infovideo machen für dich. Und bitte dich trotzdem, dass du deine Augen schließt und in der Energie der Kristallschale eintauchst und das einfach mal auf dich wirken lässt. Ja, die erste Karte kam die Sehnsucht. Also deine Haut brennt, dein Herz spürt diesen Sog und du weißt einfach, dass es genau das ist, was du jetzt in diesem Moment benötigst. Dein Verlangen ist geweckt und möchte gestillt werden. Also es geht wirklich darum, dass du so einen tiefen Sehnsucht heute in dir spürst. Also diese Sehnsucht kann auch nach einem Menschen sein, aber diese Sehnsucht kann auch nach etwas zu verwirklichen sein. Es kann auch für deine Projekte sein, dass du dich nach etwas sehnst, dass du sagst, das möchte ich gerne, also für mich verwirklichen. Ja, und das kommt so ein innerer Ruf von innen bei dir und das spürst du heute besonders. Also, du liebst, begehrst und strebst danach, dein Ziel zu erreichen, aber sei dir gewiss, dass sich auch jemand nach dir sehnt. Also deine Sehnsucht zieht dich in eine bestimmte Richtung. Lass dies zu. Dies ist eine ganz bewusste Phase für dich. Du solltest deinem Ziel nicht blind folgen, sondern dich fragen, was du damit beabsichtigst. Die Priesterschaft ermutigt dich, deinen Verlangen zu folgen, ohne dich in eine Abhängigkeit zu bringen, auf dass du inneren Frieden durch die Stillung dieses Verlangens erfährst. Also es geht hier, also diese Karte symbolisiert auch bestimmte Aspekte, auch manchmal Verzweiflung, Sinnlosigkeit. Also es geht um die Nachrichten, es geht um Wachstum. Sehnsucht bildet den Übergang von Realität in die Welt der Hoffnung und Chancen. Deine Sehnsucht will ausgelebt werden. Und sei ehrlich zu dir und mache dir ganz klar, warum du dich nach etwas sehnst. Bekämpfe deine Sehnsucht nicht, sondern nimm sie in die Hand und durchlebe sie, um lichtvoll und gestärkt aus dieser Situation herauszugehen. Lasse dir von der Energie des Mondes dabei helfen, jedoch überprüfe auch für dich, ob du dich nicht in einem Trugbild verlierst oder eine unrealistische Fantasie hinterherjagst. Du solltest nicht den Bezug zur Realität verlieren. Nutze die Kraft der Sehnsucht, um deine Träume umzusetzen. Doch sehne dich nicht nur, sondern handle auch, um dein Verlangen zu stillen, dein Ziel zu erreichen und nicht in deine Vorstellung stecken zu bleiben. Also sei es jetzt in der Partnerschaft, sei es jetzt in der Seelenpartnerschaft oder aber auch mit deinen Zielen, Projekten. Also wenn du dich nach etwas sehnst, es ist zwar schön und gut, aber es ist wichtig, dass du wirklich nicht nur in dein Verlangen bleibst, sondern dein Ziel zu erreichen, sondern dass du dann nicht in diese Vorstellung stecken bleibst, sondern dass du auch handelst. Und dafür ist der Widder-Energie einfach da, weil haben wir heute den Neumond im Widder. Also das ist eine Initialzündung, eine Quantensprung. Also es geht darum, deine Ziele umzusetzen. Also setze deine Ziele um. Was will dir der Widder sagen?
Ja, der Mond beleuchtet den Widder und regt die Schaffenskraft an. Beginne deine Projekte und Ideen umzusetzen. Deine Handlungen haben Kraft. Es wird Zeit, die Schritte zu unternehmen, die anstehen, damit sich deine Situation lösen oder ein Projekt verwirklichen kann. Der Zeitpunkt ist jetzt. Du bist die Veränderung, die du dir wünschst. Zögere nicht länger und beginne mit der Verwirklichung deiner Träume. Du kannst jetzt deine Träume durch tatkräftiges Tun und Übung wahr werden lassen. Krempel die Ärmel hoch und beginne das, was du dir wünschst und deine Vorhaben in die Wirklichkeit umzusetzen. Was begeistert dich? Was bringt dein Herz zum Leuchten und zum Singen? Was befreit deine Energie? Und nutze auch jetzt wirklich die Energie dieses Neumondes. Es steht für Schaffenskraft, es ist ein Element Feuer, für Initiation, für Mut, für Willenskraft, Zielausrichtung, Konzentration und Umsetzung. Ja, und du kannst dir auch noch eine Affirmation hier dazu aufschreiben. Ich habe Mut und Kraft, meine Visionen in die Wirklichkeit zu bringen. Ich besinne mich auf die Wirklichkeit des erfüllten Wunsches. Auch wenn du dich jetzt in der Liebe auch deinen Wunsch umsetzen möchtest, natürlich kannst du dich auch darauf fokussieren. Und was wäre günstiger, wenn nicht der Neumond? Also der Neumond steht auch für Bereinigung und also die Kraft der Erlösung wohnt auch in dir. Also mit dem Neumond kannst du durch diesen neuen Zyklus auch etwas wunderbar beginnen. Wenn der Mond neu geboren wird, ist es Zeit für eine Erneuerung. Also es ist Zeit für Neubeginn und Manifestation. Weil der Neumond mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist, schenken viele Menschen ihm kaum Bedeutung. Jedoch wirken die Neumondenergien sehr, sehr intensiv auf unsere Seelenkräfte, also auf die Seelenebene und allen inneren Prozesse ein. Erreicht also der Neumond uns, so ist es an der Zeit, sich von alten Gewohnheiten zu lösen und anschließend Neues zu beginnen. Der Neumond ist in seinen Grundenergien sehr dynamisch, aktiv, kreativ, schöpferisch und verstärkt die eigene Manifestationskraft. Der Neumond ist der Startimpuls in jede Mondphase. Jede Manifestation fängt als Idee im Bewusstsein an, baut in ihre Energie auf und nimmt im Fluss des Lebens Gestalt an. Im Mondzyklus ist dieser Zeitpunkt der Neumond und die Verwirklichung braucht eine Entwicklung bis zum nächsten Neumond, also 4 Wochen. Es braucht immer Zeit, bis sich eine Form manifestiert. So ist der Neumond der ideale Zeitpunkt, um Vorhaben in die Tat umzusetzen, und nutze den Neumond auch, um über deine Zukunftsvisionen nachzudenken. Also steht für den Neubeginn, neuer Mondzyklus, Manifestation, Erneuerung, Ziele und Visionen. Ich bündle die Kraft in mir, um die Visionen aus dem Himmel auf die Erde zu bringen. Das kannst du dir natürlich auch immer wieder sagen. Ich bündle meine Kraft für meine Visionen. Natürlich unterstütze ich dich auch gerne energetisch, dass du deine Visionen, egal in welchem Bereich, umsetzen kannst. Das kommt am Ende des Videos. Du wirst auch mehr darüber erfahren. Also es geht heute auch wirklich darum, dass du auf deine Empfindungen achtest. Wie hast du diesen Tag wahrgenommen? Wie nimmst du diesen Tag wahr? Oder deine Situation wahr? Wahrnehmung. Also, wie empfindest du das? Wie nimmst du etwas wahr? Veränderst du deine Sichtweise? Also es ist ja auch die Erneuerung, dass du deine Sichtweise bezüglich
etwas veränderst, ja? Also alles hat mehrere Sichtweisen. Also es gibt nicht nur schwarz und weiß. Also es gibt mehrere Sichtweisen und mehrere Herangehensweisen an bestimmte Sachen. Es geht darum, dass du etwas manifestierst. Also heute etwas beginnst und zu Vollendung bringst. Und die Karten sind während des Mischens heute Morgen so in diese Reihenfolge auch gefallen. Und das ist wirklich wunderbar. Und ich möchte hier für dich drei Karten ziehen. Moment, ich mische die Karten, konzentriere dich. So, ich möchte gerne hier jeweils drei Karten, dass du auch wählen kannst. Also ich glaube, gehe ich ein bisschen zurück, dass du das auch nicht siehst, welche Karten ich bekomme hier während des Missions, so dass du je nachdem für dich die passende Reihe wählen kannst. Also ich nehme jetzt die Skatkarten dazu. Was wollen diese Karten für dich sagen? Was sollst du heute manifestieren? Was soll für dich sein? Also das war die Zusatzkarte, hier war eine Zusatzkarte. Natürlich kannst du dich jetzt entscheiden, welche Seite du auch nehmen möchtest. Und jetzt habe ich auch noch hier, warte mal, drei Herzen dazu. Also hier eine orange, eine grüne und eine rote. Ja, und da sind auch noch versteckte Botschaften. Du kannst ja eine Seite auch wählen, welche du auch haben möchtest. Hast du hier diese orangene gewählt, dann geht es hier für dich um Ruhe, um mehr Ruhe. Ja, was sagen dir die Skatkarten? Also du hast hier eventuell hier etwas, was nicht so gut läuft, was stagniert. Ja, im Moment. Und es geht auch wirklich hier, bei dir eventuell zu Hause hast du eine Blockade, auch vielleicht auch mit deiner emotionalen Verbindung, mit deinen Emotionen hast du eine Stagnation. Nutze dazu die Spiritualität und etwas Ruhe, damit du hier diese Ruhe manifestierst in deinem Leben, ja, dass du also mehr Ruhe und Harmonie hast. Wenn du dich hier für dieses Grüne entschieden hast, dieses grüne Herz ist die Botschaft Seele. Also es hat auch was mit deiner Seele zu tun. Jetzt schauen wir mal, was deine Botschaft ist. Also du hast hier noch in bestimmten Themen noch gewisse Unentschlossenheit, ja. So wichtig ist, dass du diese Unentschlossenheit überwindest und in diese Erfolg hineingehst, also Erfolg und Zufriedenheit und dazu auch konkrete Pläne hast, dann wird sich hier das auch alles umsetzen und wunderbar entwickeln. Also das ist die Wunscherfüllungskarte, aber es steht auch für die größte Erfüllung in der Liebe. Solltest du also in der Liebe eine Unentschlossenheit haben, also lass deine Seele sprechen, dann wird das auch leichter, diese Zweifel zu überwinden und kannst du auch erfolgreich also etwas wirklich manifestieren und umsetzen. Wenn du dieses Rote gewählt hast, geht es hier um Mut. Und hier sind die Karten für dich. Also es geht es hier in erster Linie um dich und natürlich um Vertrauen, um diese feste Verbindung, das größte Glück in der Partnerschaft, um Vertrauen und auch um einen möglichen Neuanfang. Und zwar mit deinem Herzensmenschen. Ja, es geht hier wirklich um diesen möglichen Neuanfang. Und da kommen auch Nachrichten. Das war jetzt für dich die Botschaft, falls du diese rote gewählt hast. Und natürlich wollte ich jetzt noch am Ende des Videos noch mal eine kurze Mitteilung machen an alle, die noch etwas Unterstützung benötigen. Ich biete einen Neumond-Ritual an, also eine Neumond-Ritual heute Abend, wo du deine Wünsche, deine Ziele manifestieren kannst. Dann schreibst du mir das auch und
Also dieser Neumond hat alle Aspekte des Widders, also die Wiedereigenschaften. Es steht die Energie im Aufbruch, nach vorne zu gehen mit neuen Mut, Kraft, Durchsetzungskraft, Risikobereitschaft und also die Energie des Neuanfangs. Also Ritual ist von 22 Uhr bis 22.30 Uhr und dazu auch eine Energieübertragung für dich und deinen Wunsch. Von 23 Uhr bis 23.30 Uhr mit Reiki Großgrade und Lichtgrade. Du kannst gerne dabei sein. Dazu brauchst du nur einfach eine E-Mail zu schreiben über meine Webseite, über den Kontaktformular. Schreib mir einfach eine E-Mail und sagst, ich möchte gerne dabei sein. Ich brauche deinen Namen, natürlich auch deinen Wunsch. Und die Zahlungsart ist per PayPal, info@reka-bergheim.de und die Energieausgleich 90 Euro für den Ritual und natürlich auch für die Energiearbeit, für deinen Wunsch, also zu manifestieren, zu vollenden, etwas in Gang bringen. Also sehr kraftvolle Energie. Und in Verbindung mit dem Neumond und mit Reiki, Großgrade und Lichtgrade, also ein gigantischer Schub, wirklich, dass du nach vorne gehst, kannst du gerne dabei sein. Also nähere Informationen kannst du auch erfahren unter dem Aktuelles auf meiner Webseite, wirst du das auch finden. Und natürlich auch hier auf YouTube unter Community auf meinen Kanal. Also ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Klicke einfach unter dem Video rechts auf den Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, dann wirst du auch direkt benachrichtigt, wenn es etwas Neues gibt. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.